Dann sollten wir anfangen, das hier oben leer zu machen. Ist in Ordnung hier. Also ja, dann erstmal die näheren Wälder fällen, weil die Wälder hier drüben kann ich dann aufheben, um hier aufzufüllen. Ah ja, so ein Burgbauprojekt. Ja, im Workshop gucken sollen, ob es eine riesige, flache Insel gegeben hätte. Aber das wäre sicherlich auch langweilig gewesen. Weil das hier jetzt auch nicht gerade unbedingt aufregend ist, was wir hier machen. Aber wir versuchen herauszufinden gleichzeitig, wie wir terraformen. Hier sind sie schon fertig mit der Line. Wahrscheinlich, weil sie einfach immer das nächste Ziel genommen haben. Baubefehl, den hier nehmen. Und hier die nächste Line planen.
So, dann hoffe ich, dass sie erst die beiden da füllen. Gehen wir lieber auf Nummer sicher. Oh, es wird, glaube ich, wieder etwas heller. Oh, die Baustelle hier ist mal wieder fertig. Dann geben wir wieder einen neuen Auftrag. Wie sieht es mit unserem Holz hier aus? Na, sieht okay aus. Komm du mal her. Du darfst nämlich jetzt wieder ein bisschen rumbomben. Dumm die dumm. Können wir nämlich hier schon mal den Teil hier frei bomben. Stell dich mal hier oben hin. Hier kannst du sicherlich besser eben. So, und dann noch eine hier. Da habe ich jetzt, glaube ich, den Stumpf weggesprengt und deswegen hat er noch eine hinterhergeworfen. So, aber jetzt sind die Stümpfe hier alle frei eigentlich. Ja, eine Bombe zu viel, sonst hätten wir auf 10, 10, aber egal. Wir haben noch mehr als genug Brimstone, wir können hier immer noch Brimstone abbauen. Müssen auch irgendwann das Eisen und die Steine hier mal abbauen. Gibt es noch irgendwo eigentlich ein Eisenvorkommen? Da ist ein Brimstone, da sind Steine. Ah, hier direkt am Start wäre noch ein Eisenvorkommen gewesen. Okay. Hier nimmt es immer mehr Form an.
Die Reihe kann ich hier auf der Seite noch bauen. Und ja, irgendwann müssen wir dann da abbauen. Aber erst müssen wir die Ecke fertig kriegen. Da scheint der Mond, der Quappmond. Wir sind schon bei 5,5 Stunden Bauzeit und haben bis jetzt hauptsächlich Rodung geschafft. Rodung und ein bisschen Sprengung. Ja, aber hier werden die Stümpfe abtransportiert, sehr gut. Also ja, jeder Stumpf ist noch ein Baustamm, den wir verwenden können und da geht die Sonne auf. Sehr schön. Wieder Tag, wieder Sicht. Und ja, wie gesagt, wenn wir später Holz brauchen, können wir immer noch das Holz im Startbereich fällen. Also die Bäume hier. Ich denke mal, das, was wir hier schon an Holz beiseite geschafft haben, dürfte mir jetzt ausreichend sein. Weil das, wie gesagt, das mit dem Holz noch die einfache Sache ist, das Zuschütten nachher. Ist eine andere Geschichte.
nein, nein. Nein, nicht abtragen. Auffüllen. Naja, wie gesagt, die Ecke hier aufzufüllen wird immer das Schwierigste sein. Wie sieht denn die Ecke hier drüben aus? Die sieht freundlicher aus. Ach, aber auch nicht ganz so perfekt freundlich. Gut, wir haben schon über die Hälfte für unseren nächsten Brickturn bereit. Hier sind fast keine Stümpfe mehr übrig. Das heißt, wir können wieder etwas freispringen gehen. Na dann, wirf. So, das meiste ist freigesprengt. Jetzt sind hier alle freigesprengt. Aber wenn wir schon dabei sind, können wir den Fitzel hier auch freisprengen. Und da macht einer einen Abflug. Schade. Jetzt aber nicht mehr freispringen, weil der hier ist schon ziemlich an der Kante. Der Baumstamm. Mal gucken, ob wir den retten können. Jawohl, wir können ihn retten. Und dann kannst du den auch gleich zum Bauen verwenden.